Hallöchen, Freunde, bei den Crazy Movie Cats. Ich bin's wieder, eure Mischka, und wünsche euch viel Spaß bei guten und zur schlechten Unterhaltung oder so. Denn ich wollte sagen, wir wurden getaggt vom Slane McRoth zum Tag von The Bossy. The Bossy hat den ins Leben gerufen, und der Tag heißt Filme, die ich jedes Jahr einmal schaue. Oder mehrmals. Ja. Gab's nicht mal schon mal so einen Tag? Aber naja, ist egal. Jetzt geht's los mit der Crazy Movie Cat Tante, die ziemlich verschnupft ist. Und go! Prost, Tee. Hallöchen, Freunde, bei den Crazy Movie Cats. Ich bin's wieder, eure Crazy Movie Cat Tante, und ich habe auch noch eine Erkältung gekriegt. Da hat das auf Holzklopfen gar nichts gebracht. Das war wohl alles kein Holz, das war wohl alles Sperrholz oder Plastik oder Pappe. Na, auf jeden Fall geht's jetzt um diesen Tag. Filme, die ich jedes Jahr mindestens einmal sehen kann. So mit den Weihnachtsfilmen, die man Weihnachten so guckt. Was ich gerne gucke, das haben sie auch gezeigt. Scrooge. 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 Hier. Aus den 80er Jahren mit Bill Murray. Die Geister, die ich rief. Das ist ein geiler 80er Jahre Film. So, jetzt fange ich endlich mal damit an, euch zu zeigen, welche Filme ich jedes Jahr eigentlich immer sehen kann. Moment. So, jetzt ist es einigermaßen. Fange ich jetzt eigentlich mal an, oder was? Das wird wieder ein 10 Kilometer langes Video. Slane McRoth's like 38 Minuten Tag. Naja, egal. Ich fange an mit den Filmen, mit der Saga, mit der Alien-Saga. Die kann ich immer wieder gucken. Ich bin ein Alien-Fan von vorne bis hinten. Die Alien Quanto-Anthologie, wie heißt das überhaupt? Alien-Saga steht da drauf. Habe ich hier noch in der DVD-Version. Ich glaube, ich hätte mir das noch gekauft, wo es noch gar keine Blu-rays gab. Und das sieht doch auch ganz interessant aus hier, dieses Cover, und die Box finde ich auch ganz okay. Und wegen der, wie schon gesagt, die Alien-Saga 4-Disc-Collection. Achso, ja. Ich warte ja. Mein Bruder sagt, es gibt Alien 5. Irgendwann. Nächstes Jahr. Nee, 2017. Okay, da bin ich mal gespannt drauf. Und auf Prometheus 2 bin ich auch gespannt drauf. Denn Prometheus, huch, gucke ich auch gerne. Habe ich jetzt zwar auch schon zu oft gesehen wieder, aber das gucke ich mindestens. Also einmal im Jahr bestimmt. Weil ich Alien-Fan bin. Viele mögen den Film nicht, aber ich mag eben diese Alien-Sachen da. Was ich auch gerne sehe, sind die Star Trek-Filme. Gerne auch die neue Crew hier, wie ihr seht, mit der neuen Crew, mit der jungen Crew. Mit der jungen Crew, die Star Trek-Filme gucke ich sehr gerne. Auch vielleicht einmal im Jahr gucke ich das bestimmt. Und ich gucke natürlich auch gerne die alten. Ich gucke auch gerne Raumschiff Voyager. Ich gucke gerne Next Generation. Was gucke ich noch gerne? Ja. Ich glaube, diese alten habe ich auch gerne mal geguckt mit Spock und Captain Kirk, William Shatner und so weiter. Auch ne, von Teil 1 bis 8, die älteren. Nee, 1 bis 10. Was ich auch gerne sehe, einmal im Jahr, ist In meinem Himmel, von Peter Jackson produziert. Das ist so ein wunderschön märchenhaft erzählter. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Steht das Genre da? Thriller oder so? Ich weiß es nicht.
Mit diesem bewegten Mix aus Suspense, Drama und fantastischer Poesie gelingt Peter Jackson ein kleines Meisterwerk. Doch Regisseur Peter Jackson. Finde ich echt ein schöner Film, den kann ich mir auch mindestens einmal im Jahr ansehen. So dann, was ich mir auch immer einmal im Jahr ansehen kann, ist Drecksau mit James McAvoy. Ja, ich mag auch diesen komischen, diesen kleinen da. Den finde ich auch irgendwie, der guckt immer so traurig. Der ist auch in so einem anderen Film, den ich noch zeigen werde. Drecksau ist auch so richtig fieser Film mit einem, wie soll ich sagen, offenen Ende. Man kann sich denken, nee, kann ich jetzt nicht spoilern. Was heißt offenes Ende? Man möchte entweder ein gutes Ende oder ein schlechtes Ende. Ich will eigentlich ein gutes Ende haben. Naja. Was ich auch gerne gucke, wie ich aber schon übergeguckt habe, aber vielleicht alle 2 Jahre mal gerne sehe, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Brad Pitt, Edward Norton, David Finchers Fight Club. Seife und Sprengstoff. Ne, wie heißt das? Übermut, Chaos, Seife. Ja, finde ich sehr schön. Schön, düster und abgefuckter Film. Und der nächste, das ist auch so eine Art Horror-Comic-Verfilmung mit Keanu Reeves. Hier, Konstantin. Den sehe ich auch gerne. Kann ich auch mal öfters angucken, weil das auch so schön bunt ist, viel passiert und tolle Optik hat. Und noch hier das alte FSK-Zeichen hat. Von wann ist der Film überhaupt? 2005? DVD. So. Da, apropos Keanu Reeves. Dieser Film kam dieses Jahr, glaube ich, raus. Aber ich habe, ja, genau, Anfang dieses Jahr oder so. Oder Mitte. Und die Rückkehr des Keanu Reeves. Nein. John Wick, das wird bestimmt auch ein Film werden, den ich mir jedes Jahr ansehen kann, weil der auch Spaß bringt. Er bringt einfach Spaß, wie er die alle platt macht da in der Disco, in der Russendisco. Echt klasse. Bloß das mit dem Hund finde ich gemein. Ja, deswegen macht er sie auch platt. Genau, recht so. Ist auch recht so. So, und jetzt kommen Filme, die ich mir jedes Jahr zu Silvester angucken kann. Wenn man dann mit ein paar Leuten vom Fernseher sitzt und Party macht, dann wäre das doch mal eine klasse Sache, weil den Film, den ich jetzt zeige, den habe ich mir gestern nochmal angesehen und habe gedacht, ich hatte darüber schon mal ein Update gemacht und irgendwie geschrieben, dass der gar nicht so ist, aber irgendwie, wenn ich den das zweite Mal jetzt angesehen habe, mir habe ich gedacht, ach, wenn man denn besoffen ist und besoffen durch die Kneipen zieht, durch 12 Kneipen, dann kann man ja The World's End echt lustig gucken. Mit Simon Pegg und auch wieder mit diesem lustigen Simon Pegg, Nick Frost. Mit Martin Schiddle. Mit Dr. Watson. Martin Freeman. Rosamund Pike. Ja, eine Frau muss immer dabei sein. Immer irgendwie muss eine Frau bei sein. Aber der ist ja doch ganz witzig. Wenn du dann irgendwie ein Intus hast und dann dir den Film anguckst, dann lass du dich irgendwie Schrott. Bestimmt. Und passend zu diesem Film habe ich noch gedacht, den kann ich mir auch über Ende des Jahres angucken. Weil das auch passt. Das ist das Ende. Ja,
das ist das Ende mit hier, mir fallen die Namen echt wirklich immer nicht ein. Mit den ganzen Konsorten von, James Franco und Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Danny McBride, kenne ich nicht, Craig David wollte ich gerade sagen, Michael Cera und Emma Watson. Der Film ist so schön bescheuert, den kann man sich wirklich am Silvester angucken, wenn man einen TV-Abend macht oder einen Blu-ray-Abend, Blu-ray. Ja. Und das war's erstmal für meinen Tag heute. Mit dem Tag. Es gibt noch viel mehr Filme, die ich öfters mal im Jahr angucke, aber ich habe jetzt die rausgesucht, die mir als erstes so ins Auge stachen. Ich will auch mal jemanden taggen und da fällt mir, ich weiß auch nicht. Ich tagge jetzt einfach mal Knorren Siegberg Bert. Oh. Ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Und ich tagge nochmal den Kaktus Jack. Das war's mal wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gute und schlechte Unterhaltung, eure Movie-Kehrtante, die jetzt einen Tee trinkt, zu Ende. Und Kopfschmerztablette nimmt und so.